Baktım. No. Durchdringen, glaubst du? Ja, meine Freunde der untergehenden Sonne, wir haben gerade einen schönen Safe Game Crash gehabt. Das heißt, die Spieldaten von unserem derzeitigen Spiel wurden gerade mal so komplett gekillt. Allerdings habe ich gedacht, man könnte das Spiel so ein bisschen austricksen und holt sich das einfach aus dem Online-Speicher runter. Aber entweder liegt es daran, dass Sony gerade PlayStation Network Dinger macht, aber da ist das Safe Game auch nicht mehr vorhanden. Ich weiß nicht warum, weshalb, weswegen, aber das ist schon mega übel. Und ich könnte gerade richtig abkotzen. Vor allem so kurz vor Tag 140, weißt du? Die 20. Welle, die an unserer Mauer zerschellt gewesen wäre. Wir hatten so coole Projekte. Boah, Was wir Alter. bauen. Das ist schon bitter. Ich könnte gerade richtig abkotzen, ne? Das glaubst du gar nicht. Aber mal ernsthaft, ich hätte sowieso nicht gedacht, dass das irgendwie noch lange gut geht. So viele Crashs, so viele Abstürze, wie dieses Spiel hatte. Irgendwann musste aber irgendeine Datei kaputt gehen. Allerdings habe ich gedacht, Online-Speicher ist ja sicher. Ich weiß nicht, wann er das letzte Mal hochgeladen hat. Eigentlich hätte er es gestern machen sollen, noch ein. Ich war doch vorhin noch drinne und hab die zwei anderen Files gelöscht, weil die zu groß waren, weißt? Also machen wir ein neues Spiel. Den nehmen wir Kampagne diesmal. raus, oder? Diesmal nehmen wir eine Kampagnenkarte, ja. Keine selbstgenerierte mehr. Vielleicht läuft die auch etwas stabiler, die Karte. Ja. Ich mach privates Spiel, ne? Wieder? Ja. Ja. Nein, wir nehmen die Nevergeld. Option für privates Spiel. Standardoption machen wir gleich diesmal. Achso, warte mal. Was ist denn Abenteurer? Plünderer, Abenteurer, Nomade, Krieger, Überlebenskünstler, Irrer. Wir hatten Nomade, ne? Ja, hatten wir immer. Zombies laufen, nie laufen. Gegnerische Aggressivität, normal. Dauer des Tageslicht 18, ne? Ja, statt 16. Ja, hat er sich gemerkt. Immerhin etwas. Modifizierte Option, mehr Spieler. Ja, so wie es ist. Wir nehmen die Nevergang und fangen von vorne an. Ja, wie nenne ich denn das Spiel? Abbrechen. Starten. Ich wollte groß schreiben.
Wok Imperium. Imperium. Ja. Aua. Okay. Hoffentlich läuft die Map echt stabiler. Ja, jetzt brauchen wir nicht mehr den Tunnel bauen. Echt zum Kotzen, Alter. Kurz bevor er fertig ist, weißt du? Ich wollte wenigstens einmal mit dem Motorrad ganz durchfahren. Draußen umsteigen, hochfahren, bisschen rumcampen, Ja. die Sachen nehmen, runter ins Motorrad rüber, fertig. Oh, wie cool ist das denn? Ja, fick dich. Und fick dich nochmal. Und ich bin direkt an einem Schneegebiet. Satchi. Wo bist du? Da bist du. Einladen. Ich bin direkt an einem Schneegebiet und ich bin direkt in einem Haus. Und finde direkt eine Herausforderung. Ach, fick dich. Hier sind Fische und wir müssen Leichen. Lederbein-Jeans habe ich schon gefunden. Das Geile ist, hier bleibe ich auf jeden Fall, weil Schnee. Alter, Wasser ohne Ma en masse. Weißt du, wie ich meine? Und diesmal verschwindet der Schnee auch nicht. Also kann ich jemand basteln. Ja. Bist du schon reingekommen? So einen Nee. ganz riesigen Schneemann. Mit mehreren Zimmern. Kilometerweise hoch. Ja, Flammenden Augen. das wär's, ne? Sachi ist dem Spiel beigetreten. Oh, ich bin sogar direkt neben dir. LOL, cool. Halt, Komm, halt, halt. lass uns nackt durch den Schnee rennen. Juhu, wir rennen. Ich mach gerade die blöde Ja, aber dann müssen Mission. wir warten, bis Winter ist. Oder meinst du jetzt im Spiel? Nee, ja, ach so, erstmal im Spiel, dachte ich. Ach so, Bis okay. Winter ist es dort mir zu Sich lang. annähern, alles klar, alles klar. Ich verstehe schon, du bist noch nicht so Ja, weit. genau. Ich bin der scheue Typ besser. Oh, das ist aber gut, ey. Hier Schneebiom, hier, ne? Nicht-Schneebiom, wunderschön. Ja, und guck mal, gleich Hütte vor der Tür, ne? Die bauen wir uns gleich aus, ja? Würde ich sagen. Haben wir schon mal ein solides Fundament, ne? Auf Und jeden hier Fall. scheint eine Straße zu sein. Hier läuft auch genug Wild rum. Also ich denke mal. Leben vor der Tür.
Oh, Lehm um Haus rum, sehe ich gerade. Aber das ist doch auch eine Trophäe, ne? Durchs Winterbio Dings bei Minustemperaturen rumlaufen. Ja, irgendwie schon. Aber Minustemperaturen, ich weiß nicht, wann die hier anfangen. Alter, da bauen sich da hinten Bäume auf. Ich habe gerade gedacht, jetzt kommt ein Speer um die Ecke. Komm her, mein Hündchen. Ich weiß nicht, fühlt sich an wie? Wie viel Grad haben wir es denn? Auf der Karte. Wind 10 km/h. Berg erkunden, ne? Gehen Sie den Berg erkunden. Guck du mal, was in der Hütte ist. Okay. Ich muss nur mal kurz die Hütte wiederfinden. Wieso, wo bist du hin? Ich habe ein Hühnchen verfolgt. Das Und hat hast mich es. ausgetrickst. Ich habe es Nein! verloren. Jetzt bin ich mitten in der Wildnis. Na toll. Du bist ein Kacken. Jetzt hast du sie vom Hühnchen abgelenkt. Aber ich wollte mein Hühnchen überfahren. Die sind ganz schön hinterlistig. Kurz bevor man sie hat, biegen sie rechts ab. Ach, hier oben sind schon mal gut Steine. Ich habe immer Angst, dass einer dieser Steine sich gleich bewegt. Was zum... Alter, was bist du denn, Bigfoot? Hä? Digga! Verstehe ich nicht. So nennt man mich sehr selten. Eigentlich fast nie. Ich habe Bigfoot wieder gefunden. Was? Bigfoot macht mich gleich platt, Alter. Gegen was kämpfst du? Gegen Bigfoot? Nein, so ein Zombie mit schneebedeckter Fresse, Vollbart und Holzfällerhemd? Ja, Und Holzfäller-Zombie. ja, und hält gerade übelst viel aus. Oh, und wenn der mir eine klatscht. Jo, jetzt bin ich gleich tot. Jetzt bin ich erst recht tot. Hals- und Beinbruch. Du hast eine Trophäe erhalten. Na toll! Ich spring vom Berg runter, brech mir sämtliche Knochen, krepiere, krieg dafür noch eine Trophäe. Willst du mich verarschen? Oh. Nein, wo bin ich jetzt? In der Wüsten-Dings. Nein! Wo ist mein Rucksack?
Alter. Mein Rucksack ist gar nicht so weit weg. Alter, Digga, wir haben hier auch gleich noch ein Wüstenbiom direkt neben uns. Oh, was ist das? Du musst mal die Anfrage annehmen. Dann weiß ich, was du meinst mit neben uns. Du hast mir da die Hand gezeigt. Du musst einen Haken machen. Hab ich. Ach, da bist du. War jetzt ein bisschen weit weg, ne? Pass auf, wenn du einen Berg rauf gehst, da ist Bigfoot. Keine Sorge. Okay. Was meinst du mit okay? Das okay macht mich unruhig. Das sollte so. Nein, sollte es nicht. Wir haben hier eine Kleinstadt. Mit ein paar Hochhäusern. Okay, und was ist jetzt der Plan? Wir bleiben bei unserer Hütte. Wir haben da direkt ein Dingsbüro. Das ist ein bisschen hier in diesem kargen Wüsten. Ne, ist ja kein richtiges Wüstenland. Das ist dieses Ödland, weißt du? Wo dieses hohe gelbe Gras wächst. Mhm. So, jetzt muss ich erstmal gleich mal gucken, dass ich irgendwo meinen Rucksack wiederfinde. Der da vorne in der Walla Pampa liegt. War da so viel Wertvolles drin? Ah, ich hatte schon einiges eingesammelt, ne? Nein, der liegt schon unten irgendwie am Berg. Deswegen sollte das nicht das Problem sein, das Vieh jetzt wiederzufinden. Hier stolpern aber ganz schön viele Zombies rum. Ich merke gerade, ich laufe nicht den direkten Weg zu unserem Haus. Ich laufe hier so eine Straße, ein Feldweg links. Der führt zu noch einem Haus. Alter, diesmal sollten wir uns wegen Fleisch keine Gedanken machen. Hier ist noch eine Hütte. Okay, die sieht genauso beschissen aus wie die andere. Ich weiß nicht, wer hat da gerade was geschrieben? Ich muss gleich mal gucken. Hier hinten haben wir noch mal Lehm, wo ich gerade bin. Oh, Digga. Wir gehen eine Hütte weiter. Ja, ich mir gedacht. Das war ja von der Ressource-Matt gebaut. Da ist ein richtig gutes Haus. Backsteinhaus. Das sind zwei Backsteinhäuser. Okay, hier sind auch einiges an Zombies. Ah, ich weiß nicht. Na, ja, da sind aber auch ziemlich viele Zombies, Alter. Ja,
Ja, die Zombies kriegen wir auch wohl platt. Ja, das habe ich eben auch gedacht. Eine Steinaxt immer und immer wieder zugehauen. Nichts passiert. Ja, du kannst ja auch schon Stachelfallen bauen. Oh, viel interessanter. Dann was, soll ich jetzt zu dir laufen oder nicht? Nee, warte, ich komme erst zu dir, hol meinen Rucksack und dann gehen wir. Wir haben hier eine Tankstelle, Alter. Ja, dann kapern wir die Tankstelle von mir aus. Oh nein, du bist links, mein Rucksack rechts. Wo renne ich hin? Zu meinem Rucksack. Der müsste hier vorne gleich. Ich hab das Huhn wieder. Alter, ist das schnell. Ich hab keine Ausdauer mehr. Mal gucken, ob King Kong noch hier in der Nähe ist. Entschuldigung, die mache ich noch fertig. Ja, Reifen habe ich auch schon, ne? 354er. Echt jetzt? Natürlich. Ich bin ja nicht mit Sterben beschäftigt. Kacknoob. Hast du hier schon Pflanzenfaserkleidung gemacht? Nee. Ich auch noch nicht. Ich wollte das mit dem Nackig hier durch den Schneerennen ausprobieren, aber. Fühlt sich an wie 80 Fahrenheit. Was muss ich denn machen, damit ich einen kalten Baum stellen? Oder? Ich guck mal einmal, welche Trophäe ich da gerade gekriegt habe. Reise 250 Kilometer. Schön. Alter, jetzt hab ich brech dir das Bein bekommen. Hals- und Beinbruch. Was ist das denn für ein Blödsinn? Wie oft hab ich mir bitte schon das Bein gebrochen? Ja, vielleicht kannst du die Trophies auch nur in der Kampagnenmodus freischalten. Digga, hier läuft King Kong rum. Alter Macker. Na, von dem halte ich mich. Oh, hier ist Kohle. Und wieder Reifen.
da hinten steht er. Ich glaube, es ist sowieso nicht so gut, wenn wir diese, obwohl diese Hütte ja relativ gut erhalten ist, ne? Warst du jetzt schon drin und hast durchkämmt? Ja. Du hast ja auch schon eine Tür eingebaut. Ja, aber die ist trotzdem sehr labil, ne? Und wenn King Kong da draußen rumläuft, Alter. Oh, bist du? Da bist du. Du hast ja schon ein Hemd an. No. Bin gerade am Basteln. Ja. Wollen wir das nicht machen, während wir die Dings eingepackt haben? Hier, die. Wollen wir denn nicht was machen? Verstehe ich nicht. Bleiben wir jetzt hier oder gehen wir weiter? Weiß es nicht. Ja, ich auch nicht. Da unten ist eine Und du weißt Tankstelle, es nicht. die sieht relativ massiv gebaut aus, also aus Stein. Und guck mal her, komm mal mit. Guck mal da drüben. Siehst du ihn da? Der habe ich Ja. mit drei Schlägen platt gemacht. Vier Schläge. Echt? Warum lässt du dich von ihm schlagen? Weil ich mich mit ihm direkt angelegt habe und nicht so feige Stacheln verteilt habe. Wie viel der Ich hab aushält. Power Defense drin. Ja, jetzt wo er am Boden liegt und bearbeitet wurde, dann traust du dich an. Ich habe mich eben schon mit dem angelegt, da stand er noch auf zwei Beinen, du Kacknoob. Oh, es ruckelt aber schon wieder, ne? Mann, war da einfach. Halt die Klappe. Ja, hier bleiben und die Hütte aufwerten, obwohl die ganz schön rabiat aussieht, oder erstmal gucken, wie die Tankstelle aussieht. Na, eigentlich ist das. Eigentlich müsstest du die Entscheidung treffen. Nee, warum? Geil ist ja hier wegen Schnee, ne? Schnell mal ein paar Spatenstiche. Hier kannst du so abbauen. Warte. Hier, klopfst du ein paar Mal auf den Boden. Baum fällt. Zack. Jetzt habe ich einen Würfel Schnee aufgenommen. Und den kannst du nachher einkochen, um Wasser rauszukriegen. Außerdem scheint es mal wieder hier schön ruhig zu sein, ne? Oh, Bestandsaufnahme. Haben wir hier einen Dachboden? Erstes Stockwerk haben wir. Na, ich sehe schon, mit Treppe. Das könnte man nachtlagertechnisch ganz gut dicht machen, ne? Bis man die ersten Mauern drum hat. Ja. Kann man alles machen. Alter, jetzt ist der blöde.
Der Blöde? Blöde Steinaxt schon wieder kaputt gegangen. Ja, meine Steinaxt ist schon Stufe 12. Echt jetzt? Natürlich. Meine ist Stufe 4. Wo ich ja auch bauen. Ich habe schon 20 Pfeile, Bogen, 100 Stacheln, jetzt baue ich 50 Blöcke, Knochenklinge habe ich. Ich muss jetzt erstmal die scheiß Klamotten machen, ich muss ja diese blöde Mission noch machen. Ja, die mache ich nachts, die Klamotten. Hab Steine, hab Eisen. Kohle habe ich auch schon. Stoff habe ich mir auch schon. Zwei grüne Autoreifen, 354 und 320. Zwei kurze Eisenrohre habe ich. Na, ein kurzes Eisenrohr habe ich auch schon. Wir haben es 21 Uhr, ne?
Machen wir hier die Fenster erstmal dicht, wa? Oder? Ja, das ist ein bisschen zu leise, dann da Fenster einzuschlagen. Töten. Ey, jetzt kommen wir sowieso noch keine Wellen. Erst ab Welle 7. Ab Woche 7. Scheiß Müll weg, ey. Lagerfeuer schon unten gemacht. Unten haben wir schon eine Kochstelle, Digga. Du hast aber nichts gesagt von. Du standst doch neben mir, oder? Als ich das Ding unten platzierte. Das hat schon einmal zerbrochenes Glas. Sicher alles da, ne? Okay. Dingsrohr habe ich auch schon. Ich sortiere das mal hier kurz ein bisschen um, ne? Oder hattest du dir hier irgendwas bei gedacht? Ich packe in die rechte Truhe, packe ich alle Ressourcen, die wir zum Verarbeiten brauchen. So Stein, Holz.
Thank you.
Ja, Evil, hi. Und Justin, nee, wir mussten nicht. Es wurde geresettet. Unser Spielstand ist einfach flöten gegangen. Wir wurden so richtig schön massakriert. Safe Game Crash. Oh, Evil, hast du auch schon hinter dir, oder? Oh, ich habe kein Holz mehr. Ja, richtig übel. Wir waren Tag 140. Kurz. Nein, waren wir gar nicht. Tag 22. Wir waren kurz vor 140. Na geil. Ja, mir hat vorhin das Spiel gesagt, so, oh, tut mir leid, aber das Safe Game ist irgendwie defekt. Also. Löschen wir das mal. Ist nicht so, man könnte das nicht reparieren oder so. Nein, nein. Ist einfach komplett. Tschüss, auf Wiedersehen. Sachi? Ja. Kriegst du da auch wieder Dings raus? Die Samen? Ja. Gleich neu pflanzen dann, oder? Oh, weiß nicht. Einmal hier so ums Haus rum. Ich weiß nicht, wie viele Abstürze du auf der PS, auf dem PC hattest, aber. Also bis jetzt geht's. Wir haben mal so eine selbst kreierte Map davor gehabt. Und da ging es am Anfang auch relativ gut. Aber danach. Alter, will das Game hier verarschen, oder? Ich hab wieder die Steinachs kaputt, ey. Aber auf jeden Fall danach, also jetzt die letzten paar Tage, da stürzte das Game pausenlos ab. Das ging fast gar nichts mehr. So, und eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, dass das Spiel irgendwann abspackt. Ja, und dann heute hat es uns ein Safe Game zercrashed. Vorhin wurde ich rausgeschmissen. Und dann stand da. Ja, tut es leid, aber das Safe Game ist im Eimer, wird gelöscht. Pups. Jetzt dachte ich, ich hätte das ist im Online-Speicher hochgeladen. Dem war irgendwie nicht ganz so. Ja, ich habe auch gerade einmal Reifen gekriegt. Durch dummen Zufall aber eigentlich nur.
Wir haben hier eine Lehmgrube, ne? Direkt an unserem Haus. Ist immer nice. Alter, wo kommt er denn her? Oh, und wieder leckt das Scheiß-Game rum, ey. Natürlich sollte ich mich abschießen. Oh, jetzt habe ich keine Dings mehr. Alter, wo kommt der denn jetzt auf einmal her, ey? Lol. Ich hab grad die Animation, obwohl. Vorsicht, hinter dir! Ja, du betäubst sie ja mit den schwachen Waffen, betäubst du sie ja immer erst. Und wenn du sie nur betäubst, dann stehen die irgendwann wieder auf, wenn sie umfallen. Betäubt sind. Und wieder kaputt. Ja, gibt es. Auch sehr nervige Zeitgenossen, die Jungs. Nun, no, gerne. Oh, hier ist ein Bär in der Nähe. Bei der Tankstelle. Echt? Ja.
schlecht. Ach Mann, ey. Was denn? Scheiß Zombies. Ja, vor allem scheinen jetzt sporadisch. Da ist schon wieder so ein Holzfäller, Heini. Das gibt's doch nicht. Guten Morgen. Ja, stimmt, das kann man wirklich sagen. Guten Morgen.
Ich laufe dahin, ich brauche Antibiotika. Mach das. Lass dich nicht fressen. Zu die Stadt hier aufgekommen ist. Das ist eine richtige Willkommensparty. Welche Stadt? Ob du die Stadt hier. Ja, hier ist so eine kleine Stadt mit. Ja, ja. Ich weiß. Häusern. Also eine kleine ja, Stadt wusste ich nicht. So ein, zwei Luxushäuser sind. Häuser. Ja, auf so einem Berg, ne? Da wollte ich erst hin, aber dann habe ich die ganzen Zombies gesehen und habe mir gedacht, weiß nicht. Kann man da hin? Lohnt sich das oder was hast du? Oder haben wir hier noch mehr Besucher als wir hier schon haben? Also ein Haus ist doch nicht schick. Ist das jetzt auch schick, so ein Haus? Ja klar. Die haben auch Swimmingpool und alles. Aber wie sicher sind die? Haben wir da jetzt noch mehr zu tun mit Zombies als vorher oder? Also auf Zombies werden wir sowieso stoßen. Boah, nichts, ne? Nagelkeule, AK, 47 Bauplan und Verbandskastenbauplan. Na toll. Hast du Anfängertipps für mich? Oh. Wo soll ich da anfangen? Also lasse ich leichten Schwierigkeitsgrad aussuchen. Ja. Und Kampagnenmodus starten. Spielermodus. Und dann hast du da die Möglichkeit, mehrere Optionen einzuschalten. Zum Beispiel solltest du dir das so einstellen, dass länger Tag ist. Oder dass die Zombies zum Beispiel nachts nicht laufen, falls du dann da mal echt unterwegs sein solltest. Ja. Sowas in der Richtung. Und dann erstmal ruhig angehen. Mach erstmal diese kleine Nebenquest, die da ist. Such dir vielleicht hier sowas, so eine Hütte, wo du am besten einen Dachboden hast. So wie wir jetzt hier zum Beispiel. Hier haben wir nur eine Treppe, die kannst du kaputt hauen. Und also falls es wirklich knifflig wird oder du baust dir hier so Rahmen, die kannst du dann hier vorsetzen und die hier zum Beispiel zumauern, dann hast du ein bisschen Chance, dich hier zu verstecken oder abzuhauen. Weil wenn du oben auf dem Dachboden bist, dann erwischen die dich schwieriger. Dann kannst du auch zum die Fenster hier kaputt machen und aufs Dach klettern. Warten, bis es wieder hell ist. Dann sind die nicht so aggro, die Jungs. Du hast sowieso am Anfang hast du 7 Tage Zeit. Also eigentlich 6 Tage. Am 7. Tag abends kommt die erste Horde. Da ist er wieder, der Evil. Und ja, musst du gucken. Dann so nach und nach erstmal dich ein bisschen vertraut machen mit dem Baumenü. Wenn du die ersten, so beim ersten Mal spielen, 10 Mal stirbst, c'est la vie, würde ich mit einem draufpacken. Ist halt so. Ist bei uns auch nicht anders gewesen. Haben einen auf Larry gemacht und uns mit einem Zombie angelegt, haben wir erstmal eine Glatsch gekriegt. Oh, so lernt man. Wie sind denn jetzt die Wohnungen da drüben? Sehen gut aus oder? Ich komme mal rüber. Ich guck mir ja, das jetzt auch Wohnungen noch. Sehen gut aus. Ich komme mal auch rüber. So, dann müssen wir gleich mal unseren ganzen Krempel rüber. Komm von hinten, ne? Wie immer. Du Sau. Gucken, dass ich jetzt hier nicht gleich Gevatter Honigkuchenbär um die Ecke kommt. Hm.
Alter, sag mir bitte, dass das Baumstämme sind. Ja. Hier haben wir noch eine Lehmgrube. Oh, eine verdammt große Lehmgrube sehe ich gerade. Was ist denn? Ach, du bist in dem Haus. Oh. Wenn es dreimal klingelt, ist es gerade nicht der Postbote, Digga. Deshalb sollst du ja auch von hinten reinkommen. Ja, bin auf dem Weg. Ah, du hast hier schon einen Rahmen reingemacht. Echt gut. Ich sammle den Rahmen wieder ein, ne? Nicht, dass die Zombies auf die gleiche blöde Idee kommen. Okay. Welche Bude? Ja, kann ich auch gucken, hier kommt hier rein! Alter, natzt mir einig! Hey, du bist verblutet! Lol, jetzt bin ich in den scheiß Teich reingefallen. Komm ich denn wieder raus? Da hinten sind Treppen. Autsch, ja natürlich. Oh,
Was ist los? Hast du neue Fische oder was? Fische? Piranha. Da kommt er. Oh, zu spät. Da ist er. Damit hätten wir auf jeden Fall schon mal ein paar Zombies aus der Siedlung vertrieben. Und wir haben einen coolen Whirlpool. Aber ernsthaft, ich muss sagen, es ist ein ganz schön beliebter Ort hier. Alle tot jetzt? Oh, Bücherregal. Nichts drin. Sehr schön. Tanktop. Tiger. Was ich gefunden habe. Jagdmesser. Gleich mal Wasser abkochen. Ja, wollen wir jetzt hier bleiben oder was? Sachi? Na, ich würde hier bleiben, ja. Ja? Gut. Hoffentlich kriegen wir das auch gesichert noch. Ich bin ja schon dabei, die Fenster abzudichten. Ja, Dito. Ach, jetzt ist natürlich der Chat wieder ausgegangen. Nidas, jo, danke schön. Wünsche dir eine gute Nacht, ne? Denk dran, lass uns ein Follow da, dann weiß ich immer mal im Stream. Aber hier haben wir nicht sowas wie einen Dachboden, ne?
Den Dachboden haben wir, glaube ich, nicht. Okay. Geht's meiner Alten nicht mehr so gut. Muss unbedingt gleich was essen und was trinken. Scheiße. Hast du schon irgendwo einen Kochtopf gefunden? Nee. Können wir den craften?
glaube ja, mit einer Schmiede. Hahaha. Kacken. Mit einer Ja, wenn du schon Schmiede. so Fragen stellst. Warte. Das heißt, ich kein Wasser mehr. Scheiße, hast du die eine Tür hier noch gar nicht aufgemacht? nee. Ja, okay. Dankeschön. Waffenschrank. Schild, eine unsichtbare Axt neben mir. Nein, eine Axt ohne, dass sie jemand hält.
Dein Arm ist nicht zu sehen, Digga. Tja. War ich für die Ghostbusters, was? Nee, für die Meatbusters. Schön. Waffenteile und Jagdgewehrteile, die kann ich jetzt nicht mitnehmen. Also Pistolenteile kann ich eh noch nicht zusammensetzen.
Rose Ei gibt Durchfall, ne? Ja, 50-50 Chance, ne? Schlecht, wir brauchen unbedingt einen Kochtopf. So, apropos, ich muss dann im realen Leben aber nicht verdursten. Ich hole mir mal kurz was zu trinken. Bis gleich. So, da bin ich wieder. So, was machen wir jetzt, Digga? Auf Erkundungstour.
Wieder da. Welcome back. Da stirbt wohl einer. Ja. Jetzt habe ich Durchfall. Na schau. Aber ich musste das trübe Wasser trinken. Sonst wäre ich ganz krepiert. Ich habe einen One-Safe gefunden. Dann müssen wir gleich mal in den anderen Häusern gucken, ob wir da irgendwie Nahrung finden. Ja, nicht nur das. Ein Kochtopf wäre ganz praktisch. Jetzt los. Oh, Alter, mir fehlt jetzt ein Holz. So, ich habe meine Bewertung abgegeben bei Domino. Hey, was? Mein Lieferservice, der noch die Hälfte vergibt. Achso. Ich habe gerade eine Handfeuerwaffe gefunden, ja. Ich habe eine Schaufel gefunden. Ich habe auch schon ein Jagdmesser gefunden. Ich habe einen Zombie gefunden. Den kannst du behalten. Wie bist du denn jetzt rausgekommen? Von hinten durch die Tür. So. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich bin vor der Tür, ich habe unsere Tür ersetzt. Durch? Unsere Tür. Weil die normale Tür kann man nicht verbarrikadieren oder erneuern oder dergleichen. Genau. Ja. Genau. Zombie verschwindet immer das Fleisch. Oh. What the fuck? Was denn? Ja, es ist mir auch schon aufgefallen, als ich rausgeguckt habe. Da waren dann so viele Zombies rum, als hätten die hier eine Hollywood-Party gemacht, Alter. Na toll, Waffenteile. Mal in den Scheiß-Tresor drinne. Pack ich mal in unseren. Wo ist er? Tresor.
Alter, diese vier Fische geht mir auf den Sack. Oh, das kann schon durchaus nervig sein. Du bist in dem Haus, dann gehe ich in das nächste, ne? Mhm. Aber sei vorsichtig. Pass auf dich auf! Ja, mein Schatzi, mach ich. Noch eine Knarre gefunden. Oh, da scheint jemand die Tür gefunden zu haben. Dann macht ihr sogar die Tür auf.
Oh, Wasser. Erstmal eine Dose Chili essen. Und dann ordentlich trinken. Cool, ich habe zwei Schraubenschlüssel gefunden, Digga. Noch ein Schraubenschlüssel und Kaffee. Warum kackt eigentlich mal mein Handy gerade ab? Und der Chat schließt sich, wenn gerade jemand schreibt. Frost, hi. Ja. Guten Abend. Moin Moin. Also man muss echt aufpassen, was man sich hier anzieht, ne? Ist genauso beschissen.
Alter, hast du einen Kochtopf gefunden? Nö. Dafür habe ich eine Feuerwerks gefunden, sich da. Ich bin in der Hitze aus. Mann, Mann, Mann. Mann. Was machst du da? Ich sammle die von da. Wir brauchen Tier heute. Weißt du, was ich meine? Ja.
Ich hab grad einen Hirsch erlegt, Und? Digga. Neun Tierhäute haben wir schon mal. Ich muss jetzt aber erstmal schnell. Ich hab Fleisch. Wie komme ich hier jetzt wieder rein? Einfach durch die Tür? Nee, ne? Nein, nein. Hinten rum. Hast du noch einen Rahmen bei dir? Habe ich ja. Kannst ihn setzen. Soll das auch wieder einsammeln, weil, wie wir gesehen haben, kommen die über ein Feld rüber. Was ist das hier hinten? Ach, eine Klimaanlage. So, ich kann uns verkohltes Wild machen. Sechsmal. Dann haben wir wenigstens was zu essen. Ich kann sogar Eier mit Speck machen? Nee. Kann ich nicht. Ich habe Eier dabei. Ja, ich auch, aber wir haben keinen Kochtopf. Können nur verkohltes Wild brät. Oh, müssen wir gucken. Keine Ahnung, Igel. Ja, wie lange machen wir noch? Das ist bei uns immer so eine Sache. Also irgendwann so ein paar Minütchen sind wir noch dabei. Ne, Sachi? Ja, also viel werden wir, glaube ich, nicht mehr machen. Ja. Wir sind ja. Seit wann sind wir dann? Seit 13 Uhr, ne? Ja. Oder seit 12. Seit 12 sind wir hier dran, an der. Ja, das heißt, in der Vor wurde ja gecrashed. Ja, leider. Naja. Das ist richtig scheiße, Alter. Gewesen. Das ist richtig scheiße gewesen. Ist Tag 123 waren wir, glaube ich, ne? 123. Eigene Basis, Minensystem, Untertönung von nächsten Stadt, Kilometer lang. Ich hoffe, wenn sich das mit Sony geregelt hat, dass denn morgen unser Spielstand wenigstens wieder in der Dings ist. Glaube nicht. Ich auch nicht, aber so, Digga, hier dreimal Fleisch für dich. Ich muss jetzt auch erstmal was essen, ey. In der Ja, nicht mehr, Kiste. ja. Aber Blaskrieger haben wir ohne Ende. Es fehlt nur ein Ja, das Kochtopf. reicht mir jetzt erstmal. Komm schon. Das reicht mir an euch mal.
Wir machen das wieder wie bei der alten, ne? Die leeren Gläser hier rein. Du, pass mal auf, ich hab noch eine Schusswaffe. Aber allerdings nur 13 Patronen. Dann sperren wir deine Truhen. Ach so, scheiße. Dass ich das doch jedes Mal. Die ist frei, die fehlt. Genau. Hey, sind alle frei, ne? Mhm. Wolltest du jetzt eine Handfeuerwaffe haben? Mit 6 Kugeln oder so? Nee. Ich hab Pfeile gecraftet. Ja, ich auch, aber. Na ja, gut, das ist, ich glaube, ich pack das alles oben erstmal in den Waffenschrank, ne? Auch die Munition oder das. Hier ist noch Pistolen-Dings. Ich habe Schraubenschlüssel gefunden, Keule. Ja, einen habe ich. Ich habe auch schon einen Bauplan gelesen. Für Schraubenschlüssel? Mhm. Ja, krass. Ich habe noch eine. Warte mal. War hier irgendwo eine Garderobe oder sowas? Was? Sind so viele Unterschränke, ne? Ich packe mich hier mal ganz rechts in den Küchen, neben dem Mülleimer, in den unteren Unterschrank, packe ich mal Klamotten rein. Ne? Mhm. Wenn du davon welche haben willst, hol dir sie raus. Ein daneben packe ich die Schraubenschlüssel rein, die ich nicht benötige. Bleibt das denn da drinne? Wenn ich das jetzt da reinpacke? Oder wird das nachher resettet, wenn ich so? Eigentlich müsste es drinne bleiben. Ja, ne? Ich meine, das ist doch jetzt unsere Hütte. Ja, das heißt, das Spiel aber nicht. Ich habe schon einmal Saatkartoffel gefunden, Digga. Saatkartoffel? Ja, nein. Ja, die werde ich auch gleich unten in Dings einpflanzen, im Garten. Ja. Oder mach erstmal, wenn es voll ist. Ich habe auch gerade gedacht, das könnte vielleicht eine bessere Variante sein. Heidelbeer habe ich auch eine gefunden, da mache ich jetzt auch Samen draus. Schwören können, ich habe auch. Ach, den Maiskolben habe ich auf der anderen Seite. Scheiße. Was hast du für einen Bogen? Oder hast du überhaupt einen Bogen? Ich habe einen Bogen, ja. Ein 12er oder so habe ich jetzt. Ich habe aber noch keinen neuen gebaut. Und du?
Welche? Welchen Level hat er dann Bogen? 12. Aber ich habe noch keinen neuen. Kann den einen besseren craften. Ja, ich habe nur noch keinen neuen gebaut. Ich weiß gar nicht, welche Stufe ich jetzt bauen kann. Ist der allererste Bogen noch. Ich habe noch keinen weiteren gecraftet. Warte. Ja, ich habe in der Hütte halt, in der ersten Hütte, da habe ich halt. Wenn du abbaust, du kannst dann eben ja Sachen produzieren. Ja. Sei mal deine Ruhe. Ich habe 242er Boden. Bogen. Okay, warte mal, ich will mal gucken, was ich herstellen kann. Wahrscheinlich nicht mal ansatzweise sowas. 41er Bogen. Warum hast du schon so einen hohen Bogen? Ja, weil er tut halt craften und du kannst halt nebenher rumlaufen und Sachen einsammeln. Na gut. Alter, echt? Die kann ich nur reparieren, ausrüsten oder fallen lassen? Pfeile hast du ja, ne? Ja, Pfeile habe ich noch. 18 Stück bis jetzt. 18 Stück? Ja, ich kann dir noch mal 40 Stück geben. Nee, ich, ja, ich habe nur noch 14 Federn. Ja, mich hat die Scheiße von wegen Sterben ganz schön viel Zeit gekostet. So. Alter, jetzt bin ich schon wieder falsch abgebogen. In die Küche. Willst du noch einen Knüppel haben? Nein, die Knüppel. Oh Mann. Eisenverstärkten Knüppel. Willst du so einen haben? Eisenverstärkten Knüppel kannst du jetzt schon herstellen. Das Rezept habe ich für. Ja, 244er, ich pack dir den da rein. Ach, das ist immer noch. Was ist? Ah, du kannst mal so ein. Du kannst mal so eine Truhe in dein Zimmer lassen, die frei ist. Dann kann ich da bei Gelegenheit ein paar Sachen reinwerfen. Wie, die eine Truhe ist doch frei. Ne, die ist wieder gesperrt. Ist sie jetzt veräppelt? Nee, mein Zimmer ist hier. Tatsache! Bin ich gerade wieder gesperrt? Warum? Ja, kann sein. Bei mir ganz links, ich glaube bei mir sind alle Truhen frei. Aber wenn du da was brauchst. Wie viel hast du denn hier? 4 Stück? Wozu denn so viele? Ganz links ist der Verbandskasten. Ja. Kannst du dir aneignen. Ey, ach siehst du, noch Verbandskasten, da habe ich noch, ich habe noch Vitamine. Aber die will ich erst nehmen, wenn ich wieder aufgelevelt bin. Also einen auf jeden Fall davon. Ah, da ist ein Rezeptkasten drin. Ne? Ich lese sie mal, ne? Ja. Wie gesagt, das ist ja eigentlich dein Game, dann kannst du die Sachen da rausnehmen. Schon gar nicht so schlecht sortiert. Ja. Hauptsache wir schaffen es wieder hier auf die Beine, weißt du? Wenn wir hier erstmal wieder eine anständige Mauer stehen haben, dann passt das schon. Das ist erstmal die Hauptsache, ey. Ja, ich glaube, ich mache gleich Feierabend. Das ist natürlich ein ganz guter Abschluss. Wollen wir dann nächstes Mal wieder anfangen, dann haben wir gleich Tag, dann können wir auf die Jagd gehen und dann hauen wir uns die Schmiede rein. Ja, das ist jetzt das große obere Ziel. Ich habe immer noch Durchfall, Alter. Vielleicht sollte ich mal wirklich mal ein Vitamin schlucken. Hilft das? Ich weiß es nicht. Schmerzmittel? Weiß ich nicht. Nee, Vitamine.
Vitamine ist nur. Vitamine helfen auf. Echt? Ja, anscheinend ja. Ich habe sie genommen. Durchfall weg. Oder ist. Dysenterie. Kann das sein, dass das auf Durchfall gemeint ist? Das, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fühlt sich meine jetzt wieder besser. Und meine jetzt wieder besser. Meine zu schnell da. Ja, jetzt habe ich noch 9 Tierfälle. Was ist? Die Freunde hat einen großen Fernseher. Gemeinschaftsfernseher. Ja. Kann ich das jetzt hier einfach pflanzen? Ja. Oh nee, das müssen wir mit einer Gartenhacke bearbeiten. Ja toll, wieder etwas, was wir nicht haben. Dann brauche ich jetzt hier neben der Tür noch eine Kiste hin. Da packen wir die Sachen raus für draußen. Da kommen alle Samen rein, so Ahorn, Heidelbeeren, Kartoffeln etc. Ah, dieser scheiß Stuhl kommt jetzt ja nicht hier. Ne? So. Zack. Habe ich glaube ich auch noch irgendwas in der Kiste. Dann kann ich das. Ich laufe immer nach links. So, da haben wir noch Ahornsamen. Und Kiefernsamen habe ich auch noch. Sehr schön. Wieder hier so ein paar Truhen einrichten, wo man dann alles schon mal verteilen kann. Oh. Hätten wir das auch. Machen wir jetzt eine schicke Inneneinrichtung. Was? Noch die Fenster dicht machen. Müssen noch die Fenster dicht machen. Ja. Irgendwann können wir doch wieder richtiges Glas reinsetzen. Wenn wir eine ordentliche Verteidigung haben. Weißt du? Wenn wir einmal so eine Mauer haben wie um unser Haus hier rum wie in der alten Bude, dann haben wir hier keine großen Probleme. Super, jetzt ist beide schon wieder 7% durstig. Oh. Gut, das Problem lösen wir dann morgen. Wir haben hier einen Swimmingpool, der anscheinend nicht leer geht. Das ist sehr schön. Da kriegen wir Wasser her. Das können wir mal aufkochen. Wir haben ja wir haben hier sogar ein Bad, ne? Ja, ein Whirlpool oder eine Badewanne. Soll es ja sein, ne? Oder? Ja. Ja. So, dann gehe ich mal hoch in mein Zimmer. Ja, ich auch. Heute geht jeder in sein Zimmer schlafen. Ja. Hoffentlich ist man am nächsten Tag noch was. Ja. So. Ja. Dann nach einem doch holprigen Neustart, den wir leider machen mussten, weil unser alter Spielstand gecrashed ist. Also von dem hier werde ich ein paar mehr Sicherheitskopien machen. Ich werde meinen USB-Stick mal wieder anschließen.
Auf jeden Fall, schönen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns ein Follow da, falls ihr es noch nicht getan habt. Denkt auch an unseren YouTube-Channel, da findet ihr einen direkten Link dazu bei uns hier im Profil. Ansonsten horchen wir uns morgen wieder. Hoffe ich. Bis dann. Ciao, ciao, euer Dan.